Domradio Morgenimpuls Podcast. Jeden Montag bis Freitag hören Sie bei uns im Domradio den Morgenimpuls. Mit Schwester Katharina, ich bin eure Franziskanerin und lade Sie herzlich ein, jetzt mit mir zu beten. Es ist heiß wie im Hochsommer und die Gewitter stehen schon in den Startlöchern. Für heute und morgen sind sie mit allen Sachen angekündigt, die wir früher nur aus Amerika kannten. Unwetter, Starkregen, örtliche Tornados. Wenn sie angekündigt werden, denkt fast jeder, ja, okay, wird schon nicht so schlimm. Die müssen ja warnen und immer ein bisschen übertreiben. Das ist genau das Problem. Die eigene Einschätzung und die Fremdeinschätzung passt ziemlich oft einfach nicht zusammen. Beispiele gibt es genug. Putin war klar, dass alle in der Ukraine nur darauf gewartet haben, dass sie befreit werden und ihn mit Blumen und Jubel nach einer Woche freudig in Kiew begrüßen werden. Es kam anders. Im vergangenen Juli haben viele an Erft, Lenne und Ahr die Vorhersagen für ungeheure Regenmengen gesehen und gehört und gedacht, so schlimm kann es gar nicht kommen. Es kam sehr viel schlimmer und ganz anders. Als im März 2020 der erste Corona-Lockdown kam, dachten wir, na gut, bis Ostern durchhalten, um dann umso fröhlicher Ostern feiern zu können. Es kam anders und selbst dieses Ostern, 2 Jahre später, war nicht sehr munter und fröhlich und eher mit angezogener Handbremse. Eine sehr fitte und sehr kluge Ordensfrau, die seit Jahren verschiedene Leitungsämter ausübt, sagte bei einer Tagung in der vergangenen Woche, ich gebe der Kirche in Deutschland noch 5 Jahre, mehr nicht. Wir alle saßen da, waren blass vor Schreck und sprachlos ob der Klarheit der Aussage. Alle dazu passenden Begriffe sind uns schon deutlich vor Augen. Reformunwillig, unfähig zu mutigen Entscheidungen, Ausgrenzung vieler Christen in ihrer eigenen Kirche, Klerikalismus, frauenfeindlich, Sie wissen schon. Aber dann habe ich gedacht, und nicht nur ich. Nein, das wird nicht so weit kommen. Denn die Kirche sind wir, bin ich und alle Getauften. All die Missstände und kaum noch reparablen Schäden an dieser Kirche sind die eine Seite. Die andere Seite sind all die vielen Gläubigen, die täglich das Evangelium hören und lesen und danach zu leben versuchen. Die beten, Gottesdienste mitfeiern und. Ich hoffe und bete und wünsche, dass ich Recht behalte. Nicht um des Rechtbehaltens wegen, sondern wegen dieser Millionen Menschen, die an Gott glauben und ihrem Glauben ein Gesicht, Hände, Füße und Herz verleihen. Mit viel Sorge und der Bitte um Gottes Hilfe Tag für Tag über die nächsten 5 Jahre hinaus. Der Morgenimpuls mit Schwester Katharina, Franziskanerin aus Olpe, jeden Montag bis Freitag um 6:15 im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.